Wir installieren heute ein Fritzdeck-Heizkörperthermostat elektronisch. Fritzdeck 302, wo man mit der App steuern kann. So, packen wir das dann hier mal aus. Ob man sieht, ob schon eingebaut war oder nicht, das sieht man, wenn die Batterien schon drin sind. Normalerweise sind die einzeln eingepackt. Das habe ich frisch bekommen von einem Markt. Die sind schon drin, die Batterien. Das heißt, das war schon mal irgendwo verbaut. Ist also kein funkelnagelneues Gerät. So, da müsste es so anzeigen. Die Folie vom Display ist nämlich auch unten. Ja, gut. Zur Installation. Ich habe schon mein altes Heizkörperthermostat runter. So sieht es im Normalfall aus. Ansonsten hat man dann einen Adapter dafür. So, da schraubt man es dann einfach da drauf. So, und da steht es ja so: Press-Menü. Nur handfest, nicht mit der Zange. Das steht auch in der Anleitung. So, dann drückt man das mal. Fritzbox Connect Press 1 Second Dauer müssen wir dann da hüben auf der Connect-Taste. So, und dann soll es eine Verbindung finden. Moment, jawohl. Der Haken bedeutet, er hat jetzt Verbindung zur Fritzbox. Jetzt wird es installiert. Okay, lange drücken. So, jetzt macht es noch einmal einen Test. Das ist auch okay, das ist jetzt aufgefahren, zugefahren. Jetzt fragt einem, wie du das Display haben willst. Wir machen das mal so. 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 So viel zur Installation. Und jetzt kann man dann in die Fritz-App, die man sich runterlädt, oder man hat sie schon drauf, auf Smart Home. Da werden wir jetzt gleich die nächsten Einstellungen vornehmen.